Die letzte Folge der Saison. Heute gibt es die Entscheidung um den Champions League Pokal, nachdem wir schon den spanischen Pokal geholt haben. Und nach dem Finale ist hoffentlich vor dem Finale, aber dafür müssen wir erstmal noch Paris im Halbfinale bezwingen. Und jetzt auch ein guter Pass hier von Paris in die Spitze. De Bruyne jetzt hier mit dem Schuss. Courtois ist da. Ja, die beiden, die kennen sich auch nur zu gut. Wir gehen jetzt hier in die Mitte, spielen den Ball auf Valverde, der hier sehr, sehr gut durchläuft. Komm schon, das muss die erste Aktion sein. Und das erste Tor. Nein. Nicht perfekt abgeschlossen, aber auch gut gehalten von Donnarumma. CR7 sieht noch nicht das erste Tor. Jetzt gehen wir hier mal über außen, spielen den Ball in die Mitte, gehen dann wieder zurück, selber in die Mitte. Ey, spielst du schon für Real Madrid oder noch für Paris? Fischer jetzt hier mit dem nächsten Angriff. Gelhardt und Schick sind vorne im Sturm. Gelhardt bekommt jetzt hier auch die gelbe Karte und zwar hier für dieses Foul. Einfach mal kurz zu Ramos mutiert. Okay, wir wollen jetzt nicht durch gelbe Karten vorne im Sturm auffallen, sondern natürlich durch gute Aktionen und natürlich durch Tore. Vinicius auf Mbappé, der mit dem Schuss. Aber der Ball geht leider nicht ins Tor. Okay, Situation ist noch heiß, Valverde. Warum schießt er denn nicht? Trent Alexander-Arnold spielt uns den Ball jetzt hier zu. Und wir machen das 1:0. Alles ein bisschen chaotisch, aber der legendäre Jubel wird natürlich auch hier wieder gemacht. Und starten damit auch schon mal sehr, sehr gut hier ins Spiel rein. Und jetzt Paris aber mit dem Angriff über Gelhardt, der jetzt den Ball aber nicht reinmacht. War eigentlich eine 100-prozentige, den musste er machen. Dann würde es auch hier mit dem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Für uns aber natürlich umso besser. Aber so ein bisschen fühlt man da auch mit, wenn ein anderer Stürmer so eine klare Chance nicht nutzt. Rein in die zweite Halbzeit geht CR7 den gleichen Weg, wie sie dann in seiner ersten Saison als Trainer direkt die Champions League zu holen. Na gut, da sind wir noch 5 Halbzeiten davon entfernt. Wir gucken direkt mal auf die nächste Aktion. Das muss das Tor sein. Der stolpert hier nicht rein. Damit lassen wir natürlich Paris hier im Spiel drinne, die jetzt auch den Ausgleich machen. Oder auch nicht. Gelhardt stand nämlich hier im Abseits. Glück für uns. Paris direkt mit der nächsten Chance. Und jetzt kam auch Timo Werner, der hier in der Hinrunde bei Sevilla noch 3 Tore oder 2 Tore gegen uns geschossen hat. Der weiß also, wie das Ganze hier geht. Aber wir wissen natürlich auch, wie man hier im Santiago Bernabeu Tore schießt. Und jetzt gibt es hier die rote Karte für Paris. Es ist der eingewechselte Mann, der aber auch einfach mal sowas von asozial reingeht. Also was war das denn bitte? Aber zum Glück hat er mich nicht komplett mit der Schuhsohle getroffen, sonst wäre das ganze Ding hier, denke ich, anders ausgegangen. Und nach diesem Foul, bin ich ehrlich, war ich auch ein bisschen schockiert. Ich hatte auch einfach so ein bisschen Angst um meine Beine, deswegen spielte ich lieber den Pass, als selber durchzulaufen. Aber Vinicius, jetzt hier mit dem 2:0. Es kann getanzt werden. Die rote Karte perfekt und direkt ausgenutzt. Okay, jetzt müssen wir hier für die endgültige Entscheidung noch im Hinspiel sorgen. Wer jetzt das Zusammenspiel, wir schicken Valverde durch. Der jetzt hier auf Vinicius und der mit nicht dem 3:0. Wir mussten aus dieser Situation einfach das Maximale rausholen. Und was passiert denn da? Vinicius jetzt hier mit dem Ball und wir mit dem Ball in die Spitze zu Valverde, der den weiterspielt zu Mbappé. Jetzt kommen wir hier nochmal an den Ball. Und nach dieser Aktion wurden wir dann auch ausgewechselt. Wir gehen also mit dem 2:0 hier ins Rückspiel rein. Ja, ein bisschen mehr hätten wir da eigentlich schon rausholen müssen. So bleibt das Ding jetzt hier noch offen. Aber trotzdem, eine sehr gute Leistung hier im Santiago Bernabeu. Bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir jetzt einen 2:0 Vorsprung haben und dass ich mich auch in diesem Spiel nicht verletzt habe. In der Liga gab es dann nochmal ein 1:0. Aber der volle Fokus war natürlich jetzt hier auf der Champions League. Hier wollten wir die Entscheidung. Ein 2:0 kann hier ganz gefährlich sein, vor allem wenn man selber irgendwie eine rote Karte kassiert. Und Paris auch mit der ersten gefährlichen Aktion hier im Strafraum. Zum Glück gibt es da aber nicht den Horrorstart, aber den Horrorpass hier von Paris. Jetzt müssen wir den Ball hier rüberbringen. Ja, der kommt aber leider nicht an bei Vinicius. Falls ihr die Serie weiterhin sehen wollt, lasst auch hier wieder einen Daumen nach oben da. Und Paris jetzt hier wieder mit dem Angriff. Okay, und jetzt kommt so richtig das schlechte Gewissen. Nur 2:0 nach 30 Minuten Überzahl. Es geht weiter über Alfonso Davies. Valverde jetzt hier mit dem Ball auf uns. Aber Donnarumma verhindert das Tor. Die erste Halbzeit ist hier fast vorbei. Aber gut, die Zeit läuft natürlich für uns. Also das 0:0 zur Halbzeit war für uns natürlich gut. Aber wenn Paris natürlich jetzt hier den Treffer macht, dann bebt natürlich der Prinzenpark. Dann könnte es hier nochmal ganz schwierig werden und auch komplett in die andere Richtung gehen. Vor allem, wenn solche Fehler passieren. Aber zum Glück ist es abseits. Paris mit dem nächsten Angriff. Kevin De Bruyne mit dem Schuss und er auch mit dem Treffer. Jetzt wird es also nochmal richtig spannend. Ja, irgendwie hat man das fast schon erwartet, dass diese Situation jetzt hier eintrifft. Aber klar, wir hatten die Real Madrid-Mentalität. Wir wussten, dass wir einfach nur ruhig bleiben müssten. Dann würden wir hier unsere Chance bekommen, vielleicht durch diese Situation. Leider ein bisschen zu viel Kraft. Okay, jetzt droht uns schon die Auswechslung. Der Unterschiedsspieler sind wir vorne momentan nicht. Und jetzt laufen hier schon die letzten 15 Minuten. Aber die letzten Minuten, die halten wir jetzt hier noch aus. Direkt das nächste Foul von Paris. Nicht ganz so schlimm wie im ersten Spiel. Aber so ganz harmlos war das jetzt auch nicht von Verratti. Und dann wurden wir auch ausgewechselt. Und jetzt müssen wir natürlich hier zugucken und hoffen, dass Paris es jetzt hier nicht in eine Verlängerung schafft. Letzter Angriff, letzte Chance jetzt hier für Paris. Wird aber geklärt. Und damit steht es fest. Real Madrid ist im
im Champions League Finale. Da mussten wir aber ordentlich zittern. Wir sind also nur noch einen Schritt davon entfernt, das große Ziel zu erreichen. Extrem viel erlebt in dieser Saison, 58 Pro-Punkte gesammelt und jetzt kommen wir natürlich zu dem Spiel, was ihr alle sehen wollt. Nämlich die bedeutungslose Partie gegen Real Sociedad und direkt die Partie gegen Celta Vigo hinterher. Im Finale wartet übrigens der FC Bayern München. Vielleicht wird ja bei diesem Verein auch noch ein Kapitel geschrieben. Wenn, dann wird das Ganze aber in den Livestreams passieren. Vom 17. bis zum 25. habe ich die Möglichkeit, die ganze Zeit live zu sein. Da wird es dann auch mit der Spielerkarriere weitergehen. Und da will ich dann auch erstmal bei Real Madrid bleiben, ganz egal, was jetzt im Finale passieren wird. Deswegen habe ich diese Partie jetzt hier auch mal simuliert. Genauso wie die letzte Partie in La Liga. Und auch da konnte ich nochmal treffen. Das war mein insgesamt 32. Saisontor. Und damit habe ich den goldenen Schuh abgeräumt. Und war natürlich auch im Team der Saison. Und wurde eben auch Spieler der Saison. Aber diese Statistiken waren natürlich jetzt hier komplett egal. Es ging nur noch um eine Sache. Und das war das Champions League Finale hier zu gewinnen. Barcelona hatte es schon vorgemacht mit der Europa League. Wir wollten natürlich den noch größeren Titel jetzt nach Spanien holen. Und es geht zurück in das Stadion, wo wir das Finale klar gemacht haben. Es geht zurück nach Paris. Rein geht's hier ins Champions League Finale Bayern München hier mit Florian Würz und ganz vielen weiteren neuen Namen und auch einem alten Namen, den wir gleich noch sehen werden. An dem müssen wir nämlich vorbeikommen. Oh nein, bitte nicht. Das darf jetzt nicht der Treffer sein für den FC Bayern München. Jetzt hier direkt zum Start des Spiels. Nein, der geht rein. Horrorstart hier ins Champions League Finale. Bento Pinto macht hier das 1:0 für den FC Bayern. Und dieses Tor hat er sozusagen selber eingeleitet hier mit seiner guten Grätsche. Bayern direkt mit dem nächsten Angriff wieder Pinto. Diesmal zum Glück aber nicht das Tor. Jetzt aber der nächste Angriff über Florian Würz und das ist tatsächlich das 2:0. Es sind nicht mal 10 Minuten gespielt. Oh nein, das gibt es doch nicht. Was für ein Horrorstart hier ins Finale. Ja, und es geht viel zu einfach. Florian Würz macht es aber auch einfach Weltklasse und macht das 2:0. Der erste Treffer war schon mal ein ordentlicher Schlag in die Magengrube. Der zweite Treffer ging dann aber voll in die Fresse. Die gute Nachricht ist, dass erstmal noch nicht das dritte fällt und dass diese beiden Tore natürlich sehr früh gefallen sind. Heißt für uns, wir haben viel Zeit, um das Ganze jetzt hier aufzuholen. Barella mit dem Pass. Wir direkt weiter zu Mbappé. Mbappé auf Bellingham und der auf Vinicius. Aber der in die Arme vom Keeper. Okay, der nächste Rückschlag. Es wird nicht der frühe Anschlusstreffer. Jetzt aber vielleicht die Vorlage auf Vinicius. Der spielt den Ball hier wieder zurück. Jetzt müssen wir den wieder zurückspielen. Kommt schon Vinicius. Wieder mit einem Finaltor vielleicht. Nein. Vinicius macht nicht sein zweites Champions League Finaltor. Und da sehen wir auch den neuen bzw. alten Mann bei Real Madrid. David Alaba ist zurück. Und wir provozieren dann den Fehlpass. Alfonso Davies jetzt hier. Wir bekommen an den Ball. Jetzt müssen wir den reinmachen. Das ist der Anschlusstreffer. Nicht mal 30 Minuten gespielt, direkt schon 3 Tore im Champions League Finale. Was sehen wir hier gerade für ein krasses Spiel? Das nächste Tor von mir in einem Finale. Aber das Ganze bringt natürlich nichts, wenn es bei dem 2:1 bleibt. Jetzt sehen wir den nächsten Angriff, aber erstmal vom FC Bayern. Okay, Valverde mit dem Pass. Jetzt direkt der Pass weiter auf Vinicius. Der auf Bellingham, auf Mbappé. Ja, wir machen Druck hier auf das zweite Tor. Das muss jetzt hier bald fallen. Die 2 Tore, die haben uns nur ganz kurz beeindruckt. Okay, nächste Aktion mit Mbappé im Zusammenspiel. Der spielt den Ball hier auch durch. Den müssen wir nochmal durch spielen auf Vinicius. Der Keeper verhindert hier das Unentschieden. Mal gucken, ob er das Ganze auch bei der Ecke hier kann. Ja, kann er machen. Und jetzt geht es hier mit dem 2:1 in die Halbzeitpause. Komm schon, das eine Tor reicht nicht. Wir müssen das Spiel jetzt hier gewinnen. Wer weiß, vielleicht wird mein Geheimnis irgendwann ans Licht kommen und dann werde ich nie wieder ein Champions-League-Finale bestreiten. Und es läuft Halbzeit Nummer 2 und Bayern ist gerade dabei, wieder ein schnelles Tor zu machen. Okay, das schnell war ein bisschen zu schnell von mir gesagt. Aber jetzt gibt es hier auch den schnellen Konter. Wir gucken direkt mal auf die Situation. Der kommt leider nicht durch. Okay, nächste Aktion, Mbappé läuft hier durch. Ja, sind aber noch viel zu viele Verteidiger. Jetzt hier vielleicht die nächste Aktion. Der Pass auf Bellingham. Der auf Vinicius. Okay, eine halbe Stunde haben wir noch Zeit für das Tor. Und die Bayern jetzt hier mit dem nächsten gefährlichen Angriff. Ball immer noch heiß, Kimmich mit dem Abschluss. Okay, Valverde gewinnt den Ball nach dem Eckball. Jetzt werde ich hier durchgeschickt. Komm schon, dann muss die Situation hier sein. Gegen den Verteidiger durchsetzen und dann noch gegen den Keeper. Spitzer Winkel, das ist der Außenposten. Okay, Bayern mit der nächsten gefährlichen Aktion. Zum Glück wird das geklärt. Das wäre wahrscheinlich schon die Entscheidung gewesen. Bayern München mit dem nächsten Angriff. TNA mit dem nächsten Schuss. Okay, da kommt einfach mal der lange Ball auf Mbappé. Der kommt aber leider nicht durch. Was macht denn der Torwart da? Ja, aber leider können wir das nicht ausnutzen. Okay, das ist eine sehr gute Situation, Vinicius. Jetzt müssen wir den Ball rüberspielen auf Valverde. Nein. Und das Problem, was mich in der ganzen Saison hier begleitet, meine Schwäche bei den Flanken und Vorlagen, das begleitet mich hier auch im Champions League Finale. Okay, jetzt die Situation mit Mbappé gemeinsam. Wir kommen hier an den Ball. Sehr, sehr gut. Den müssen wir jetzt hier reinmachen. Das muss der Treffer sein. Nein. Es ist nicht der Treffer, aber hier gibt es direkt die nächste Chance. Wenn Mbappé den Ball hier nicht reinmacht, dann gewinnt Bayern die Champions League. Gibt es die Chance noch für uns oder ist es jetzt hier vorbei?
aber hier gibt es direkt die nächste Chance für Mbappé. Mach ihn rein, er macht ihn rein. Mbappé mit dem 2:2, unglaublich. Kurz vor Schluss noch das Tor. Und diesmal war es meine Vorlage. Ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Der wohl wichtigste Zeitpunkt meiner Karriere für eine Vorlage. Mbappé macht also hier in der 90. Minute das Tor und bringt das Spiel hier wahrscheinlich in die Verlängerung. Und genauso kommt es. Es gibt also 30 extra Minuten hier im Champions League Finale. Und danke an jeden, der hier kostenlos abonniert hat. Falls ihr nicht abonniert habt, schnell noch nachholen auf dem Weg zu den 50k. Und Bayern wechselt auch nochmal offensiv ein. Martinelli kommt, mit dem habe ich bei Arsenal zusammengespielt. Lauterbeck kommt bei uns für die Innenverteidigung. Zu Pau Torres, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und auch Martinelli will, glaube ich, ein gutes Spiel machen. Aber aus der ersten Aktion für die Bayern wird nichts. Wir passen den Ball jetzt hier auf Mbappé. Das hat doch ebenso gut funktioniert. Und jetzt Valverde vielleicht mit dem Pass, jetzt mit dem Schuss. Aber wieder einmal sieht CR7, dass der Ball hier nicht ins Tor reingeht. Wir gucken direkt mal, wieder ist der Keeper da. Aber der Ball kommt direkt wieder zu uns zurück. Wir versuchen es einfach mal. Aber wieder ist der Keeper da. Aber im Nachschuss Bellingham mit dem 3:2. Unser Kapitän in der Verlängerung. Ist das der Treffer zum Champions League Titel? Natürlich gehen wir alle zu CR7. Holt er sich seinen nächsten Titel hier als Trainer? Beweist er es allen Kritikern vom Anfang der Saison? Ja, manchmal muss man es einfach hier mal versuchen. Und manchmal muss einer genau da stehen. Was für ein Finale. Ein typisches Real Madrid Spiel. Ein 2:0 hier umgedreht. Die Comebacker schlagen auch hier wieder zu. Oder? Noch ist das Spiel natürlich nicht vorbei. Noch haben wir nichts gewonnen. Und Bayern München jetzt auch hier mit dem Abschluss. Courtois rettet hier in der 100. Minute. Okay, jetzt wird der Ball hier geklärt von Schlotterbeck. Wir sind jetzt hier vorne alleine, aber haben nicht mehr ganz so viel Energie. Aber ein anderer hat vielleicht ein bisschen mehr Energie. Bellingham, das würde mal ordentlich Energie freigesetzt haben. Das Tor dazu machen jetzt Mbappé mit dem Pass. Nicht auf mich. Er kommt leider nicht durch. Und damit bleibt es spannend. Bayern hier direkt mit dem nächsten Angriff. Martinelli auf Würz. Jetzt hier über den Flügel. Der Ball kommt rein, aber Schlotterbeck ist wieder da. Aber direkt die nächste Aktion. Und das nächste Tor fällt noch vor der Halbzeitpause in der Verlängerung. Das 3:3 vom FC Bayern. Mal schauen, ob das hier der letzte Treffer war. 15 Minuten haben wir noch, um das zu verhindern. Starten wir rein in die letzten 15 Minuten der Saison. Und jetzt hier die Bayern über Martinelli mit dem nächsten Schuss. Mein Ex-Teamkollege sorgt hier fast für die Entscheidung, aber Courtois ist da. Und Bayern jetzt hier im Strafraum. Alaba fast mit dem Treffer gegen seinen Ex-Verein. Bei seinem Ex-Ex-Verein. Okay, jetzt hier der Befreiungsschlag. Jetzt müssen wir uns hier durchschicken lassen. Ganz egal, ob wir keine Energie mehr haben. Irgendwie müssen wir den Ball nach vorne hier bringen. Ist jemand da? Ist jemand da? Da ist jemand. Ist das jetzt hier die Situation, die die Champions League entscheidet? Der gute Ball hier in die Mitte. Komm schon, Bellingham, schieß uns zum Champions League-Titel. Nein, der Ball geht nicht rein. Okay, hier die Situation nach dem Eck. Bei den verlieren wir einfach den Ball. Das darf nicht passieren. Okay, wird aber geklärt. Sehr gute Sache. Okay, nächste Aktion. Vielleicht auch die letzte in diesem Spiel. Mbappé nochmal mit Tricks. Was machst du denn? Ich kacke mir hier fast in die Hose und du machst dann noch einen Trick. Und das Spiel ist jetzt aus. Es geht tatsächlich ins Elfmeterschießen. Alaba, der erste Schütze gegen Courtois. Alaba verwandelt. Und jetzt sind wir hier der erste Schütze für Real Madrid. Gar nicht so viel überlegen. Einfach den Ball hier reinmachen. Martinelli macht den Ball aber auch rein. Jetzt gucken wir hier auf Mbappé. Ein Elfmeterschießen im Champions League Finale. Florian Wirtz bis jetzt 4 Treffer und auch der 5. geht rein. Komm schon, Vinicius Junior macht den Ball hier rein. Auch der geht rein. Jetzt wird so langsam richtig spannend. Wir gucken auf den Spieler vom FC Bayern, der in die Mitte läuft. Die Anzeige ist weg. Alphonso Davies macht ihn aber rein. Ey, wo ist die Anzeige? Okay, die Anzeige ist zurück. Ja gut, das hätte man sich auch merken können, aber trotzdem. Wenn der Spieler jetzt hier verschießt, dann sind wir jetzt einfach mal Champions League Sieger. Aber erstmal noch nicht. Aber Bayerns Keeper muss den Ball jetzt hier halten, weil Verde kann Real Madrid hier zum Champions League-Titel schießen. Und das macht er auch. Wir sind Champions League-Sieger. Was für ein dramatisches Finale. Unglaublich, was hier passiert ist. Aber genau dieses Gefühl möchte ich noch einmal haben. Einmal ist nicht genug. Jetzt startet hier das Kapitel. Road to Goat. Das Ganze in den nächsten Tagen in den Livestreams, seid mit dabei. Und danke an der Stelle einfach mal für euren Support bei dieser Serie. Unfassbar. Und wir sehen uns dann. Danke für alles.